Den Schlüssel dann vorbeibringen, wenn ich fertig bin. Danke! Wer sind Sie? Was machen Sie denn hier? Ich wollte nicht stören. Ich komme von der Firma Sykes, Madame. Man hat mir gesagt, ich wäre bis Montag alleine und ich hätte 3 Tage Zeit. Mr. Sykes, bitte. Mrs. Hornbeam. Hornbeam! Ja, hallo Dave. Hallo Walter hier. Ja, pass auf. Ich bin bis Sonntag unter folgender Rufnummer zu erreichen. Das ist die... Hast du was zu schreiben? Okay. Ich wollte nicht unhöflich sein, Mrs. Hornbeam, aber gestern Abend dachte ich tatsächlich, Sie wären in meinem Alter. Daher meine Überraschung. Don wer? Ach, dieses italienische Restaurant in Fulham. Sie Glückliche. Ich weiß nicht, wie oft ich Brian gebeten habe, mit mir dorthin zu gehen, aber er sagte mir, es sei zu teuer. Ach ja, die Ehemänner, nicht wahr? Ring, ring. Ring, ring. Wo ist Brian? In Schottland angeln. Bist du sicher? Ganz sicher. Vor 10 Minuten hat er mich aus Inverness angerufen. Wenn die Polizei sich mit Ihnen in Verbindung setzt wegen des O-Rings, würden Sie dann bitte freundlicherweise bestätigen, dass der O-Ring Ihnen gehört und ihn an mich zurücksenden, sobald Sie ihn abgeholt haben? Das sind nämlich meine Lieblingsohrringe, wissen Sie? Sheila? Hier ist Marcia. Vielen Dank für deinen genialen Tipp, zu Don Camillo zu gehen. Die Tür vom Abstellraum Ihres Mannes. Im Büro. Ich weiß, Sie wünschen alles in Mangofarben und Königsblau, aber was die Tür zum Abstellraum betrifft, da habe ich keine Ahnung von. Das steht nicht in der Skizze drin oder sonst wo. Also ich meine, ich könnte die Sache Mangofarben streichen, Ton in Ton mit den Wänden oder auch Königsblau, verstehen Sie? Aber dann müsste ich auf der anderen Seite die mangofarbene Tür auf der anderen Seite auch Mangofarben machen oder Königsblau auf der einen Seite und Königsblau auf der anderen Seite auch. Oder die eine Tür kann ich auch Mangofarben machen können. Würde es Ihnen etwas ausmachen, jetzt nach Hause zu gehen? Ich meine, das wissen Sie, also die eben hier gewesen ist. Ja, offen gestanden, Madame, ich bin nicht umhin gekommen, einige Töne mitzubekommen, als ich beim Abmischen der Farben war. Ich verstehe. Wie peinlich für Sie. Nein, Madame, ich hoffe, es ist nicht allzu peinlich für Sie. Ist Ihre Frau verschieden oder sind Sie geschieden? Weder noch, Madame, sie hat mich verlassen. Weshalb? Das hat sie mir nicht gesagt. Das Dumme ist nur, dass Reggie in diesen Dingen immer schon etwas komisch gewesen ist und es besteht eine gewisse Gefahr, dass er denken könnte, wo Rauch ist, da muss auch ein Feuer sein. Mhm. Auf jeden Fall wäre es mir sehr, sehr viel lieber, er würde ihr erst gar nicht begegnen. Sie verstehen, was ich meine. Oh ja, sehr, Madame. Es gibt bei Boccaccio im 14. Jahrhundert hatte eine Dame ein ähnliches Problem. Und da bewältigte sie es bravourös. Wo? Bei Boccaccio. Du Idiot! Jetzt hast du die Überraschung verdorben, die ich für dich vorbereitet habe. Was für eine Überraschung! Der Mann in der Tonne, er wollte sie kaufen. Ja, Madame, ich muss gestehen, ich hatte gerade genau dieselbe Idee. Nur hätte ich es für sehr unprofessionell gehalten, wenn ich mich selbst vorgeschlagen hätte. Da der Vorschlag aber nun von Ihnen kommt, dann müsste ich... Ich müsste leider... Leider... müsste ich auf eine Gage bestehen. Wie bitte? Ich sage, zeigen Sie mir Ihren Schlüpfer und singen Sie Komm, lieber Mai und mache.
Entschuldigen Sie, Mr. Page, aber wird Mrs. Erskine sichtlichen Beweis verstehen? Ich verstehe das nämlich nicht so ganz. Bislang ist Miss Erskine noch nicht einmal zu Wort gekommen. Himmel, Herrgott, bewahre mich vor Laien. Ich habe Sie absichtlich keine Zeit zum Antworten gelassen. Entschuldigen Sie, dass ich so begriffsstutzig bin, aber was macht das für einen Sinn, ihr keine Zeit zum Reden zu lassen? Weil sie nicht hier ist! Und jetzt zu Ihrer Information und um jeglichen Missverständnissen vorzubeugen. In diesem Moment erzählt die Dame mir wahrscheinlich gerade weitere Einzelheiten aus dem Restaurant. Ich werde also zum Fenster gehen und hinausstarren. Da wir alles besprochen haben, was zu besprechen war, werdest du gegen 10 nochmal vorbeischauen. Nein, 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 Sie können jetzt nicht gehen. Reggie wird jeden Moment hier sein. Jeden Moment. Mrs. Hornby, ich halte es für sinnvoll, wenn Sie Ihren Mann schonend vorbereiten. Ich habe keinerlei Interesse, Ihre Ehe ernsthaft zu gefährden. In der Zwischenzeit, nimm diesen Ring zurück, den du mir zu unserem letzten Hochzeitstag geschenkt hast. Ach ja. Und vergiss nicht, dass du um 8 mit dem Wirtschaftsminister zum Essen verabredet bist. Du musst also bald gehen. Wo war ich stehen geblieben? Lieben Sie sie noch immer? Oh, Reggie? Ja. Leidenschaftlich. Lebenslänglich. Ich liebte sie vom ersten Tag an, als ich ihr begegnet bin. Oh Gott, was habe ich da angerichtet? Sie sind mächtig. Sie duzen sich mit dem Wirtschaftsminister. Die Frauen müssen auf sie fliegen. Sie sind sehr liebenswürdig. Oh Gott, Reggie. Wenn ich überlege, hunderte von Frauen müssen sich Ihnen angeboten haben im Laufe der Jahre. Ja, also wenn Sie es getan hätten, dann hätten Sie es vielleicht etwas weniger diskret tun sollen. Oh Reggie, Sie sind wunderbar. Würden Sie bitte die Kette vorlegen, Mr. Page? Was für eine Kette? Die Kette an der Wohnungstür. Aber dann kommt Ihr Ehemann nicht rein. Eben.